Verschiedenste Dopingmittel sind heutzutage am Schwarzmarkt im Umlauf, um Leistungs-, aber auch Hobbysportlern zu gewünschten Ergebnissen zu verhelfen. Eine ganz eigene Rubrik sind Wachstumshormone wie etwa Somatropin, die heutzutage wieder unter sehr, in Anführungszeichen, mittelalterlichen Methoden hergestellt werden. Somatropin wird seit 1963 zur Behandlung des Kleinwuchses eingesetzt, wenn er durch Wachstumshormonmangel verursacht ist. Es wurde aus Hypophysen, also aus einer Hormondrüse im Hirn, von Toten gewonnen, bis dies Anfang 1985 weltweit verboten wurde, weil es bei Patienten zur Übertragung von AIDS und der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und in Folge zu Todesfällen kam. Somatropin wird seit Dezember 1985 rekombinant, das bedeutet vereinfacht gesagt mit Hilfe von Gentechnik hergestellt. Das Wachstumshormon wird heute auch dann zur Therapie einer geringen Körperhöhe angewandt, wenn eine andere Grunderkrankung diesen Kleinwuchs nach sich zieht. Außerdem wird es seit einigen Jahren zur Substitutionstherapie bei schweren Wachstumshormonmängeln im Erwachsenenalter eingesetzt. Häufig missbräuchlich angewendet wird es aufgrund seiner muskelbildenden Eigenschaften auch im Bodybuilding und anderen Sportarten. Zu diesem Zweck wird es teilweise auch mit Testosteron, Insulin oder Trenbolon verwendet. In der Doping-Szene gilt Somatropin allgemeinhin als teure Wunderwaffe. Da an synthetisches Somatropin schwer heranzukommen ist und es gleichzeitig relativ teuer ist, werden heutzutage wieder Methoden der 60er Jahre angewandt, um an das Wundermittel zu gelangen. Zugelassene Wachstumshormonpräparate kosten schon fast 20 Euro pro Einheit, nicht zugelassene immerhin noch rund 2 Euro. Wachskuren summieren sich daher schnell und kosten dann einige hundert Euro. Deshalb ist man wieder dazu übergegangen, die Substanzen aus den Hypophysen von Leichen zu gewinnen. Vor allem in Russland und auf dem Baltikum soll diese Methode gängige Praxis sein. Laut dem Lübecker Physiologen und Dopingexperten Horst Pagel gäbe es in Riga und St. Petersburg Zwischenhirnbänke. Do it! Do it! Come on, come on.